Servia, Taljani und Janquera, der eigentliche Top-Favorit auf die Meisterschaften, auf den Sieg heute, die hatten alle ihre schnellsten Zeiten im Abschlusstraining gestrichen bekommen, denn die haben eine rote Flagge verursacht. Ups, und hier geht's mächtig los. Und das ist Janquera im Übrigen, der da versucht vorbeizugehen und sich mächtig verbremst hat. Ja, total verbremst. Das ist Haberfeld, hier in den gelb-roten Wagen. Im Auto des Belgiers. Hier wieder Junquera mit der 1. Also Junquera, Manfred, die hat natürlich nun wirklich was zu beweisen. Die schnellste Runde war eigentlich die viertbeste Zeit im Abschlusstraining. Die ist ihm gestrichen worden. Er musste weit hinten losfahren, hat sich natürlich gleich jetzt im Rennstart viel vorgenommen im Newman Haas Auto. Ja, die 1 trägt er nicht von ungefähr. Es ist das Meisterteam Newman Haas. Cristiano D'Amatta, der Champion, ist abgewandert, aber er gilt eigentlich als der Kronprinz und das will er natürlich hier gleich beweisen, das Newman Haas Team, eines der alten guten Teams. Das ist Adrian Fernandez. Mit der noch halbkalten Reifen, aber der Grip scheint wirklich in der Tat noch nicht so gut zu sein. Da sehen wir Michael Jordan Jr. im Gigante Auto. Und dann nochmal am Ende lang gerade der Versuch von Janquera vorbeizugehen. Haben die ein Dusel, Mann, aber dass die hier den Mann vorne nicht torpedieren. Überhaupt die waren so offenbar Manfred aufeinander konzentriert, dass sie gar nichts anderes mehr gesehen haben. Außerdem sich so weit von der Ideallinie zu entfernen, vom Grip zu entfernen, ist natürlich ein Risiko. Da drüben ist bestimmt nicht viel. Naja. Also da war Michael Jordan Jr. im Glück. Der ist nicht geteabowned worden, wie man sagt. Da sehen wir den Flughafen. Wunderbar die Aufnahme von oben. Und nochmal dieses Bremsmanöver. Ja, der lachende Dritte. In diesem Fall erstmal Oriol Servia. Der im Übrigen im Pat Patrick Team Manfred und in seiner dritten vollen Saison, der Katalane, auch hoch gehandelt wird. Eine Menge amerikanische Journalisten erwarten von ihm nicht nur ein, zwei Siege, sondern möglicherweise auch eine Chance auf die Meisterschaft 2003.